herzlich willkommen zu Das Astrobrot. Die Sendereihe, in der wir unseren immer gut gelaunten Astrobrotanwärter Bernd das Brot fit machen für seine Reise ins All. Also das hier ist kein Astronautenanzug. Nein, Astronaut-Sternchen innen und auch Astrobrote müssen fit sein, wenn sie ins All wollen und darum wirst du auf Herz und Kruste geprüft. Aha, also laufen kann ich. Dumm die Dumm. Kein Problem, denn ich habe viel Übung im Weglaufen. Man könnte fast sagen, läuft bei mir. Wie lange geht denn der Test noch? So, Bernd, das war genug aufgewärmt. Was? Das war nur der... Es folgt nun der Test. Messfehler. Moment. Warum habe ich plötzlich einen so schweren Kopf? Dies ist der Krafttest. Schwer, Bernd? Ach was, das ist nicht schwer. Ist es nicht? Das ist zu schwer! Mist! Warum hält mich niemand fest? Ich werde dich nun festhalten, Bernd. Ich würde mich ja bedanken, aber warum hat er mich nicht früher festgehalten? Weil uns alle dieser Effekt immer wieder fasziniert, Bernd. Ja, faszinierend. Stimmt, faszinierend. Ich hasse euch. Es folgt nun die Auswertung. Vergleiche. Laut international anerkanntem Astronautentest und im Vergleich zu anderen Astronauten-Sternchen-Innen hast du nicht bestanden. Was? Aber ich mach den Test nochmal. Ich will ins All. Dieser Test ist unfair. Wie kommst du darauf, Bernd? Dieser Test ist unfair, weil er für Astronauten ist. Genau. Und ich bin ja ein Astrobrot. Wie sind denn die Testzahlen für Astrobrote, ne? Berechne. Lade. Berechne. Keine Daten. Berechne. Keine Daten. Berechne. Fehler. 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 Hallo. Hallo, Bernd. Da du, Bernd, das bisher einzige Brot bist, das jemals diese Tests absolviert hat, bist du somit das beste Astrobrot, das jemals getestet wurde und hast somit bestanden. Glückwunsch. Ha. Ha. Weltall, ich komme. Verzeihung. Ich kann es kaum erwarten, ins All zu fliegen.